Was geht ab, Lukas-Sportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Es gibt Neuigkeiten in Bezug auf Paulo Costa und Marvin Vettori. Die beiden, als sie gegeneinander gekämpft hatten, hatten ja ein ordentliches Drama, aber eigentlich nur wegen Paulo Costa, weil er viel zu schwer einfach in diesen Fight kam, ja, und die dann im Halbschwergewicht gegeneinander kämpfen mussten, obwohl beide ja eigentlich im Mittelgewicht ansässig sind, obwohl beide natürlich auch, ich glaube, sogar die zwei größten und schwersten Mittelgewichtler sind. Insofern war ein Kampf im Halbschwergewicht gar nicht so das Problem. Marvin Vettori hatte diesen Kampf gewonnen, wollte zurückkehren in das Octagon gegen Robert Whittaker. Aber jetzt hat Robert Whittaker enthüllt, dass er sich Anfang des Camps eine Verletzung zugezogen hat und nicht im Juni kämpfen kann. Er wird sich auskurieren, wird danach stärker als jemals zuvor zurückkommen, hat er hier in einem Statement gesagt gehabt. Und ja, Marvin Vettori hat das schon vor ein paar Tagen irgendwie gepostet. Ich hatte das auch ein bisschen im Auge. Und ja, jetzt ist wirklich offiziell, Robert Whittaker hat es bekundet, hat gesagt, er wird nicht kämpfen im Juni gegen Marvin Vettori. Und jetzt muss Marvin einen anderen Gegner finden. Jetzt hat er auch Khamzat Chimaev herausgefordert, welcher ja auch gesagt hat, dass er Mittelgewicht kämpfen will. Er hat auch Darren Till herausgefordert und möchte möglicherweise einen Kampf gegen diese beiden machen. Er sagt, ich glaube, ich bin der einzige 185-Pfundler, der sagen kann, dass er noch nie aus einem Kampf ausgestiegen ist. Aber wie auch immer, Smash Bros, ich würde euch beide hintereinander besiegen. Lasst es uns tun, ich bin bereit zu sterben, wenn ihr auftaucht. Dann hat er Khamzat Chimaev und Darren Till markiert. Diese beiden sind ja momentan am Polarisieren und möchte gegen einen von diesen beiden kämpfen. Ja, Khamzat Chimaev könnte auch im Mittelgewicht kämpfen. Im Juni sind noch 2 Monate. Ich persönlich würde es unnormal geil finden, wenn Khamzat Chimaev sich jetzt auch einfach oben im Mittelgewicht etabliert in der Top 5. Wie krass wäre es, wenn er jetzt im Mittelgewicht und im Weltergewicht in der Top 3 wäre? Stellt euch das mal vor, das wäre einfach unnormal. Und ja, da müsst ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, Freunde. Vettori ist auf jeden Fall auch auf dem Radar von Paulo Costa, welcher sagte, dass er jemanden zum Kämpfen braucht, dass er natürlich dann ready ist und Bock hat, diesen Kampf zu bestreiten. Wie witzig ist das bitte? Schick mir den Standort, sagte er, lass uns kämpfen, du Dummkopf, ne, du Idiot. Und dann hat er dieses Bild gepostet von Vettori, wo er halt diese Hose verkehrt rum angezogen hat. Und ja, wie geil wäre ein Kampf? Der Kampf würde bei der UFC 275 in Singapur ausgetragen werden. Es wäre wieder ein Pay-Per-View-Event und es wäre auch einfach nice. Khamzat Chimaev könnte allen zeigen, dass er auch im Mittelgewicht legit ist, ne, dass er legitim auch dort die Top-Leute besiegen kann. Und stylistisch gesehen, er hat ein besseres Ringen als Marvin Vettori. Marvin Vettori ist halt auch ein Konditionsmonster, hat super, super viel Kondition im Mittelgewicht und läuft halt seine Leute auch 5 Runden runter. Wäre ein enormer Test. Ja, also Marvin Vettori wäre wirklich einfach das, um zu zeigen, dass Khamzat Chimaev auch einfach im Mittelgewicht easy mit den Leuten dort aufnehmen könnte. Fände ich richtig geil. Darren Till würde ich gegen Vettori nicht unbedingt sehen wollen, weil der einfach wirklich outwrestled werden würde. Und ja, Paulo Costa gegen Vettori 2 wäre auch ein geiles Rematch. Wir vergessen, der erste Kampf war richtig, richtig geil. Also kann ich nur sagen, schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.